Hi und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing New Horizon. So, ich habe jetzt die Brücke bauen lassen und wir machen mal kurz hier das schön, weil das grauenhaft aussieht. Nein, stopp, das war falsch. So, Inseldesigner öffnen. Ja, bitte. Okay, jetzt ist halt die Frage, ob wir unter die Brücke rein. Theoretisch sollte das ja gehen, ne? Die Tonung liegt auf rein theoretisch. Es geht. Okay, das freut mich natürlich, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. That makes me a little bit happy. Okay. Dann haben wir den Aufgang, der sieht so schön aus. Okay, also, mittlerweile sieht es ja hier so aus. Ich habe jetzt was Tolles gefunden und zwar wollte ich ja diesen... Oh, den habe ich gar nicht dabei. Der liegt drüben. Und zwar, nee, das liegt nicht, Steinbogen, genau. Und zwar wollte ich ja noch einen zweiten Steinbogen. Man kann die sogar designen, das wusste ich nicht. Und, ich wollte den ja jetzt hier hin haben. Ja, leider nicht so. Leider nicht so. Wie kannst du den vielleicht hier hinstellen? Ja, genau. Genau so. Wieso darf ich den nicht hier hinschieben? Warum? Ha? Ha? Verstehe nicht warum. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht schieben darf. Ich glaube, ich muss den so rumplatzieren, ne? Damit er richtig rumsteht. Ja. Mache ich den hier hin, oder? Ich würde vielleicht beide austauschen. Ich würde statt dem hier den anderen hier hin machen. So. Und dann... Soll ja hier noch vorbeikommen, aber dann muss ich hier den Weg ändern, I guess. Ändere ich kurz gleich den Weg. So, und dann mache ich den halt doch hier hin. Wo bist du? Da bist du. Ich glaube so. Okay, dann ändere ich ganz kurz eben den Weg. Das heißt hier weg. Das weg. Das weg. Okay, dann machen wir das kurz. Dann machen wir das doch ganz, ganz schnell. Blup. Blup. Blub. So, ist das schon viel, viel besser. So. I guess. Komme ich hier noch vorbei? Ich würde es so machen. Okay.
Okidoki. Jetzt ist ja die Frage, ob das Ding hier noch wächst, wenn der Stein-Ding da ist, aber egal. So, wir haben das hier, wir haben das. Auch wieder zurück. Okay. Die will ich ausgraben. Ich habe jetzt eine Kiro-Kiro besorgt. Ich habe die letzten Kiro-Kiro-Teile besorgt. Okay. Hier wollte ich noch eine Kiro-Kiro hinhaben. Ich weiß halt nicht, ob das hier nicht too much ist. Ich glaube, das ist halt ein bisschen too much. Aber vielleicht, wenn ich es hier hinstelle. Ja, so sieht es besser aus, definitiv. Okay, und dann vielleicht, wenn ich hier... Die Frage ist halt, ob es hier drüben auch schön aussieht, wenn ich es hier hinmache. Ich finde es schön, ich finde es wirklich schön, aber ich finde, also das da drüben finde ich mega schön. Ich weiß nicht, ob die hier gut aussehen, ansonsten nehme ich die weg und packe die lieber rüber. Ich glaube, ich packe die weg und packe die rüber. Und dann stelle ich die halt hier random mit rein. Und schwierig. Ganz schwierig. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen gebaut, fällt mir gerade gebaut. Doch, gebaut, stimmt schon. Baut, stimmt. So. Maybe? Oder lieber hier hin. I guess lieber hier hin. Hallo, kann ich das bitte? Was für nicht genug Platz? Das ist vor dir Platz. Also bitte. Also wirklich, bitte. Na, ich weiß nicht. Also, ich habe noch ein paar andere Sachen gebaut. Und zwar Bambus-Stehlampen. Weiß nicht, was alles davon gerade noch Zeug ist, was ich brauche. So, was habe ich alles? Wasser. Ah, genau. Ich hab noch Deko gebaut. Weißt du, dann würde ich lieber das dahin machen. Sieht, glaube ich, besser aus. Oder das ist gerade ein bisschen geruckelt. Nein! Ach du inkompetentes Stückchen, du. Wo könnte ich das denn hin tun? Oh. Das finde ich passt da sehr, sehr gut hin. Vielleicht statt der Vogeltränke. Das ist halt schon ein bisschen nah an dem anderen. Kann ich... Ja, bitte rüber. Ach man, jetzt habe ich wieder Müll im Inventar. Wo ist es denn? Bambus-Stehlampe, Stehwasserspiele hier. Das hatte ich mir vor einer Zeit geholt. Die Blaupause dazu. Hatte ich mir extra geholt, weil ich die sehr, sehr schön fand. Also, das Ding fand ich sehr, sehr schön. Nicht die Blaupause. Weißt du was? I guess. I
guess, ich mach das hier anders, weil mir das irgendwie nicht gefällt. So, nee, es fehlt noch eins nach oben. Okay, ich mach das hier anders. Das stört mich halt schon die ganze Zeit. Habe ich ein anderes vielleicht? Das sieht ein bisschen kacke aus, wenn da zweimal das gleiche dranhängt. Ja. Wie sieht denn das aus, wenn hier zweimal das gleiche dranhängt? Das sieht viel schöner aus. Dann brauche ich hier noch das Eck. So, ich hoffe, es stört mich jetzt weniger. Stört halt das da unten noch. Dann könnte ich hier eine Lampe hin, wenn ich das hier jetzt anders mache. Ich schieb das mal kurz so hin. Das nehme ich weg. Also, warte, mich stört das hier. Das stört mich sehr. So, dann brauche ich einmal das hier. Einmal hier hinpinseln. Und hier hin. Also dann kann rein theoretisch die Chrysantheme wieder hier hin. Und dann kann ich rein theoretisch das Kero-Kero-Ding hier so hin platzieren. Oder ich mach's da oben hin. Warte. Ich mach's halt da oben. Ich guck mal kurz. So. Warte, wo ist denn das Gartenstein? Kero-Kero-Dings. Brücke hier platzieren. Ja, schwierig. Ganz schwierig. Oder halt hier hin. Ich lasse das da. Und dann, wo ist der Fels jetzt? Hier. Kann ich das hier nach da schieben? Nee. Okay, dann möchte ich das so haben. Nein, ach Mann, der Charakter macht wieder nicht richtig, nicht das Richtige, was ich möchte. Okay. So, okay, dann fangen wir nochmal damit an. Hier hin. Da möchte ich die Chrysantheme hin und hier die Ente. Das gefällt mir mehr. Hier die Chrysantheme, die Ente und dann hier Wasser hin. So. Und dann kann hier die Ente schwimmen, hier die Chrysantheme, Deko-Ente, Chrysantheme. Komm her. So, und hier die Ente. Und dann fällt mir gerade auf, dass ich noch vergessen habe,
Steinchen und so als Deko hier hinzumachen. Ich mache das mal ganz kurz. Als ich den Stein hier gerade platziert habe, ist mir das aufgefallen, dass ich das einfach nicht gemacht habe. So. So, warte. Dann, nee, das war falsche Taste. So, dann nehme ich mir mal die Steinchen hier jetzt. Müssen ja nicht überall die gleichen Steine rumliegen. Da könnte schon ruhig die sein. Da würde ich vielleicht die hier hin machen. Oder hier hin die hier. Das weg. Und hier hin. Hier. Und der Stein, den ziehe ich ja hier rauf. So. Oder vielleicht andere. Wie sehen die hier aus? Ja, das finde ich, sieht cooler aus. Das aussieht, als würden da so kleine Steinchen noch drunter liegen unter dem Stein. Gefällt mir besser. Ist die Frage, ob ich hier was hinmachen darf. Probier es mal aus. Mit den hier. Hier darf ich leider nicht. So, dann kommst du weg. Habe ich noch die Steinchen ausgerüstet? Ja. Sieht so aus. So, und dann möchte ich hier noch Steinchen hinhaben. Und da Steinchen. Ich finde die halt schöner, weil die so schön bemoost sind, ne? Wie die anderen. Also ich finde die anderen auch schön, ne? Aber ich finde die halt schön bemoost. Deshalb mir die so gefallen. Nee, das ist, da wollte ich die jetzt nicht hinhaben. Ich wollte die hier hinhaben. Genau. Kann ich bitte? Ey. Warum geht das da jetzt nicht hin? Okay, jetzt aber bitte Tanabada-Baum platzieren und einmal drehen. So. Dann einmal hier hinten hin. Okay, der Baum ist schön. Ist er sehr schön. Ich hier Steinchen hin. Kann ich keine Steinchen hinmachen. Kann halt hier welche hinmachen, aber das Ding ist, dass ich da ja noch was anderes hinmachen möchte. Okay, ich habe gebaut das hier. So. Oh, ich kann das hier gar nicht vorziehen. Das ist schade. Darf ich das hier platzieren?
Oh, ganz schön schwierig. Da muss ich so rum. So, und dann hier die nicht... Ach, ich habe die Kerubrücke vergessen zu platzieren. Muss ich wieder hoch. Und dann schiebe ich wegen Symmetrie und so bis hier hin. Okay. Ich habe die Brücke vergessen zu platzieren. Vogeltränke, Kirokiro Leuchte, Tanabata Baum. Ich stopp. Och Mann. Stehlampe da. Ja. So, was habe ich denn noch? Tanabata-Dings da habe ich noch, ne? Wo mache ich den denn hin? Ich weiß es nicht. Das sind halt schon so viele Sachen. Echt hier hin. Ich würde den hier gerne hinhaben. Aber irgendwie hat das keine Lust. Nee, warte. Ja, genau da, aber da will ich den Tanabata-Baum hin. Ja, aber nicht so. Ja, so. I guess. Okay, dann habe ich wohl eine Bambusstehlampe zu viel gemacht, ne? Und jetzt müsste ich noch... Nee, ich habe nur eine Leuchte. Wo habe ich die andere... Wo habe ich die andere Leuchte? Ach, ich habe die irgendwo oben rein. I know. I see. Now I see. Ich kann leider nicht die Blume da lassen, aber dann wir finden einen anderen schönen Platz für die Blume. So, weil hier die Kirokiro-Dings hin soll. So, wo haben wir einen anderen schönen Platz für sie? Hier vielleicht. Tja, sieht auch gut aus. So, jetzt sind wir aber safe fertig oben. Okay. Bambusstehlampe. Ah. Oh. Ja. Die habe ich halt jetzt übrig, ne? Oh, was habe ich sonst noch übrig? Die Vogeltränke. Nicht für wann anders, für woanders. So, jetzt habe ich noch ganz viele Bäume. Einen Bambussprossen habe ich auch noch. Guck mal. Ich habe ja hier drüben. Guck mal, ich glaube, dafür habe ich die Stehlampe gemacht. So, wir machen die einfach hier unten hin. Und machen dann hier den Tanabata-Baum wieder rein. So. Ist hübsch. Ist so hübsch. Okay, was haben wir jetzt noch? Wir haben nur noch die Vogeltränke. So, aber mit der keine Ahnung, was ich machen soll. Die finde ich ein bisschen fehl. Platziert. So, jetzt fangen wir mal an, hier zu arbeiten. So, ich habe mir jetzt so einen Aufgang geholt. Ich bin mir aber unsicher, ob ich... Also so einen Holzaufgang habe ich jetzt geholt. Ich bin mir unsicher, ob ich den hier benutzen möchte oder drüben. Ich meinte ja, da möchte ich hoch. Auf jeden Fall drüben werde ich es auf jeden Fall benutzen. Aber ich bin mir halt unsicher, welchen ich hier benutze. Das ist so das Problem, was ich gerade habe. So, dann müssen wir hier jetzt erstmal Platz schaffen. Denn ich möchte hier hinpinseln. Und zwar möchte ich hinpinseln hiermit.
So, und dann möchte ich hinpinseln damit. Das sieht schon kacke aus. Das sieht schon scheiße aus. Und das hier... Das sieht kacke aus. Nur das gefällt mir auch nicht. Da würde ich vielleicht stattdessen Blumen hier hin machen. Blumen, dann das Gemälde. Das ist für hier drüben. Ich lege das jetzt kurz hier hin. Weil mich das hier nur nervt. So, das ist für die Dings. Das Museum. Habe ich eingekauft bei Rainer. So, okay. Die Plattform nach unten noch auf jeden Fall eins vergrößern. Ich habe mich gerade von meiner Katze erschrocken. Nice. Vielleicht auch um 2. Ich glaube, ich vergrößere es noch um 2 nach unten. Und dann gehe ich bis, I guess, bis hier oder noch eins nach links. Bis hierhin. Und dann quasi so. Ich weiß auch nicht, ob das ein bisschen too much ist. So, und dann gehe ich einmal runter. Und dann vergrößere ich die Plattform um 2, glaube ich. Nee, wollte ich nicht hinplatzieren. Ah, du sollst das Eck da wegmachen. Hallo, das hier. Genau, das da. Okay. So, dann wieder hoch. Dann passt die Plattform jetzt besser. Mein Gott. Mein Deutsch nicht gut. Okay. Dann nehmen wir einmal das hier. Machen das hier schön hin. Dann. Schön am Verklicken. Dann machen wir jetzt den restlichen Weg. So, und dann noch das hier hin. Okay. Dann möchte ich haben... Habe ich es hin? Hier habe ich es. Da habe ich es. Da, da. Was habe ich hier? Markt. Zypresse. Das brauche ich maybe. Also, einmal hier hin. So, vielleicht hier hin. I don't know. Ich lasse es erstmal da. Okay, ich habe nichts dabei, was ich gerade brauche. Was liegt hier? Zypresse, die habe ich auch nochmal auf, um zu gucken, wie die aussieht. Markt, Fächer, Luca und eine Fächer. Was habe ich hier stehen? Glücks und Wasser, okay.
Also ich brauche auf jeden Fall das hier. Das hier hinter kann ich aber gerade nicht mitnehmen. Platzieren. Das war das Falsche. Das hier will ich haben. Also. Das kommt einmal hier hin. Dann. Das kommt einmal hier hin. Pack mal. Das hier erstmal hier drauf. Dann platzieren die Zypresse. Ich glaube, ich besorge mir davon mehr. Ich finde, die andere passt nicht so gut dahin gerade. Ablegen. 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 Ich weiß nicht, ob das blau ist oder weiß. Ich platziere die mal kurz hier neben. Es ist, glaube ich, blau. Ich würde mir lieber von der weißen nochmal eine besorgen. Und mir fällt gerade natürlich auf, dass ich zu wenig Tische habe. Muss ich noch nachkaufen dann. Was hatte ich jetzt hier? Fächerpalme, Yucca, den Rest brauche ich nicht. Das hier nehme ich noch an mich. Eigentlich ist das fürs Force Museum gedacht gewesen, aber ich finde, es passt auch sehr schön hier hin. So quasi als Willkommens-Dingsterbums da, als so Eingangdekoration für diesen kleinen Abteil. So, aber dann möchte ich das eins weniger machen, weil das scheiße aussieht. So. Komm. Komm, jetzt schieb. Stell dich nicht so an. Dann das hier hin. Ich fände es schöner, wenn es so Tische gäbe mit Schirmen dran, wo in der Mitte des Tisches so ein Schirm ist. Aber ich glaube, das gibt es in Animal Crossing nicht. Zumindest noch nicht. So, warte mal. So, und hier möchte ich dann das hier umändern. So, hier unten einmal. Und dann die komplette Seite hier einmal. So. Und dann schiebe ich jetzt die Teile hier drauf. So. Ich bitte grabben. So, und eins nach oben. Ich bin nicht begeistert von den Schirmen. Ich habe echt gedacht, die sehen cooler aus. Auf jeden Fall muss ich mir noch diese Tische besorgen. So. Weißt du was? Oh, das wollte ich nicht. Wollte sagen, weißt du was? Ich mache hier so Steinwände hin. Oder irgendwelche anderen Wände. So, und hier hätte ich gerne Rosen. Weiße Rosen. Und die würde ich dann gerne
hier überall hin platzieren dann. Und dann vielleicht, also ich mach das mal, warte. Vielleicht so. Ich glaube, Hecken sehen gut besser aus. Ich glaube, Hecken sehen besser aus. Ich finde das jetzt nicht so schön gerade. What the fuck geht bei meinen Nachbarn ab? So, also auf jeden Fall, die Dings nehme ich weg. Bei den Bäumen bin ich mir unsicher, ob ich die nehme oder nicht. Aber die Teiche finde ich schön. Auch wenn es ein bisschen zu edel aussieht, muss ich sagen. Ich würde auf jeden Fall gerne einmal hier die Sachen kurz ablegen, damit ich ein bisschen Platz wieder habe. Und dann verschiebe ich mal ganz kurz eben die Röhre. So, okay. Und zwar würde ich hier gerne jetzt den Eiswagen hinmachen. Habe ich noch nicht erzählt. Ich habe selbst Designs für einen Eiswagen gemacht, weil... also ich zeige es mal ganz kurz. Und zwar, ihr könnt im Übrigen, falls ich das, erwähne ich leider nicht jeden Part so, ihr könnt im Übrigen gerne in der Videobeschreibung alle QR-Codes, die ich benutze, auch selbstgemachte QR-Codes, könnt ihr danach lesen. Ich habe mir jetzt selbstgemachte Eiswagen gemacht, da zum Beispiel der hier nicht die Farbe hat, die ich brauche. Und ich habe überlegt, ob ich einen in Blau oder in Pink mache. Ich habe mich jetzt entschieden für den Pinken. Dafür habe ich jetzt diese Verkaufsstände hier gemacht, wovon die Dachverzierung auch von mir gemacht ist. Also die habe ich extra dafür gemacht. Ans Sofa angepasst. Und wir wollen den Pinken haben. Also. Ich glaube, ich mache es so. Und dann einmal so. Und ich habe die Fenster so gemacht, weil das war auch das, was mich bei diesen Trucks hier gestört hat. Und zwar sind die Fenster so, dass es aussieht, als wäre da einfach ein Loch im Fenster. Und das habe ich halt bei meinen versucht, nicht so zu machen. Also meiner soll quasi so vom Motto sein, ey, wir haben hier so ein Aufklappfenster, da reichen wir das durch. Und deswegen fand ich das besser. Und das Problem, wie gesagt, war, dass das nicht an das Sofa angepasst ist, die Farbe. Ist leider nicht an das Sofa angepasst. Deswegen fand ich das ein bisschen schade. Ich habe versucht, den Grünton hier unten ziemlich gut zu erwischen, damit er das aussieht, als würde es auf dem Boden liegen. Ich finde, den habe ich echt gut erwischt, den Grünton. Okay. Dann kann ich hier... Hab das nicht im Inventar, ne? Nee. Das wollte ich. Nein! Heb doch das auf! Och Mann! Ich hasse dich. Ich habe mich halt an anderen Eiswägen orientiert, die ich gefunden habe und habe mir quasi das rausgenommen und habe versucht, das nachzumachen, was ich an denen sehr schön fand. So, platzieren. Süß. Okay, ich habe mir auch verschiedene Lampen besorgt. Ich glaube zwar, ich benutze die Glück... die Glücks... wenn ich Glück gelesen habe. Ich glaube aber, ich benutze die... die... Was ist denn die? Hab ich die im Inventar? Ja, ich hab sie im Inventar.
Ich glaube, ich benutze die Regenbogen, weil ich die am schönsten finde. Die Frage ist, ob ich sie da hinstelle oder ich benutze zwei. Die Frage ist halt, welche dann. Ob ich die Schoko, die blaue oder die gelbe benutze. Ich glaube aber die blaue gerade zumindest finde ich am hübschesten so vom Angucken her. I'm not sure, ob eine reicht, oder? Die Frage ist, platziere ich die hier oder hier? Ich glaube, so ist schon okay. Platzieren. Ablegen. So, dann brauche ich das hier. Und das kommt hier, glaube ich, an die Stelle. Ich glaube, da sieht es am besten aus. Gefällt mir das? Ich weiß nicht. Echt hier so davor. Ja, so finde ich es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser, wie gerade eben. Okay, was haben wir sonst noch? Marktdekoration, Fächer. Okay. Nein, das wollte ich. Oh Mann, heb doch das richtige Zeug auf. Okay, ablegen. 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 Okay. So, ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Hier drüben mache ich dann. Mache ich dann die Aussichtsplattform lieber hin. Die Aussichtsplattform. Und dann Nein. Das hier. Aber nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem die Rosen. Und das kann dann weg. Dann hole ich kurz die Rosen. Ich möchte gerne weiße Rosen haben. Den Tisch platzieren. Und platzieren. So. Okay. Auf jeden Fall muss ich noch einen Tisch besorgen. Ich würde vielleicht hiervon auch welche mitnehmen. Die finde ich auch super cute. Supi süß. Die Frage ist, wie viele reichen? Mal 4 mit. Und mach mal ganz kurz eben mein Inventar, also die Blumen, die ich dabei habe, weg. Die grünen Blumen, die ich habe. So, Pflanzen, weil ich die nicht mehr brauche, beziehungsweise vielleicht schon noch brauche für oben dann, aber dann halt später. So, ich möchte weiße Rosen. Ist egal, wenn die nicht blühen. Die blühen eh ein paar Tagen. Also ist das schon gut. Nehme ich noch rote mit? Ich bin mir unsicher. Na, rote sind halt auch schön. Aber ich glaube, das ist ein bisschen too much für die Aussichtsplattform. So, ich denke, das reicht erstmal. Wenn wir nochmal welche brauchen, kommen wir einfach nochmal hin. So, und ich möchte ganz kurz... Habe ich noch 3 Plätze im Inventar? Habe ich nicht, okay. Ah, ist natürlich doof. Muss ich nochmal ganz kurz eben durchs Rohr und wieder hier hin. Weil der Insektensammler da ist und man kann, wenn man 3 Dinger abgibt... Ich weiß nicht, ob ich das im Let's Play schon gezeigt hatte oder gemacht hatte, aber man kann dann so Dingsies bekommen. So...
von dem Typen so... Wie nennt man das denn? So... Schmetterlingsmodelle? Insektenmodelle, jetzt habe ich das Wort. Man kriegt da so Insektenmodelle. Pflanzen. Wie viel passen denn hier hin? Pflanzen. Das war genau falsch rum. Verdammt. So, Pflanzen. Und weg damit. So, Pflanzen. Ey, warum pflanzt ihr das nicht hier hin? Okay. Machen wir es halt so. Okay, dann nehme ich das hier einmal weg. Kann ich dich bitte schieben? Dankeschön. Und dann schiebe ich dich zu dem anderen hier hin. So, und jetzt nehme ich mir trotzdem die Steinwand. Vielleicht tausche ich die noch aus. Muss ich gucken. So. So, warte mal. Also, ich habe jetzt... So, ich habe jetzt hier so die Wand, ja? Ich möchte das hier gerne... So, wir haben... Warte mal, wir haben... So, ja? Müsste ich ja eigentlich die hier nehmen und... Die hier. Ja. Sieht aber scheiße aus, deswegen mache ich es einfach ganz anders. Ich stelle in alle drei Richtungen einzeln. Ich mache es einfach ganz gewitzt. So, dann hat sich nämlich das Problem erledigt, dass ich das da oben nicht connected bekomme. Jetzt ist die Frage, ob ich das hier trotzdem hier hinstelle. Ob ich das so mache quasi. Oder ich mach's ganz anders. Und mach das hier. Zieh das. Das Teil hier rauf. Oder warte, ich mach's ganz, ganz anders und gib quasi vor, dass hier wäre eine Treppe. Dann mach ich aber so. Ja, guck mal, da geht's einen kleinen Dings nach oben und hier drauf stehen die Dinger. Und dann mache ich es quasi so. Das sieht ein bisschen weird aus, I guess. Vielleicht auch nicht. Nee. Fühle ich jetzt nicht so. Ach, doofe Mücke, Alter. Keiner mag Mücken. Niemand. Ich kenne nicht eine Person, die Mücken toll findet. Okay. So, warte. Buff. Und kabuff. Und da ist die Aussichtsplattform. Ich find's hübsch. Okay. Ich
hätte zwar echt gerne diese Dinger hier, aber was soll's. Vielleicht sieht's so auch gut aus. Eher weniger. Eher weniger. Schwierig. I guess schwierig. Okay. Schade. Okay, funktioniert leider nicht so, wie ich es will. Ich bin mir unsicher, wo ich das Zeug dann benutzen soll. Aber egal. Zu einem Morell, zu pressen. Da fällt mir ein. Ich wollte was ausprobieren. Und zwar gibt es hier diesen schönen Boden hier. Ich kann auch hier irgendwie... Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass ich jetzt einzeln die Teile schieben muss. Ich nicht vorbeikomme. So, kann ich das hier platzieren? Ja, okay, dann möchte ich das lieber so haben, weil das finde ich schöner. Das haben wir jetzt oben nicht gebraucht, aber ich persönlich finde das übelst edel, wenn das so ist. So, und hier hin und hier hin. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Pflanzen und Pflanzen. So, dann können wir das Ding wieder zurückschieben. Weißt du was? Ich heb's einfach auf. Kack drauf. Muss ich es halt nochmal aus dem Inventar raussuchen. Aber es ist angenehmer. Definitiv angenehmer. So. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Nein. Okay. Aber wie gesagt, ich würde vielleicht hier eine Hecke hinmachen, statt den Steinzaun, so. Statt der Steinmauer. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ah, schön. Wenn wir nicht das richtige Wort finden. Irgendwie finde ich die Steinmauer sehr, sehr langweilig. Ja, dich hatte ich auch fast vergessen. Darf ich nicht vergessen. Es ist wichtig. Der ist nicht so oft da. So, Pflanzen. 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 Okay. Ja, sieht doch schon süß aus. Aber mir gefällt halt, wie gesagt, das hier nicht, ne? Ich überlege halt, ob es am Zaun liegt oder am Dings, aber vielleicht baue ich das noch um. Also höchstwahrscheinlich baue ich das noch um. So, hier soll es dann höchstwahrscheinlich hochgehen. Dann mache ich das hier irgendwo. Vielleicht mache ich das auch hier. Bin mir unsicher. Eigentlich will ich halt noch so eine kleine Area quasi haben, wo die Tische für den Eiscremewagen stehen. Das Ding ist, mit den Schirmen hat das jetzt eher weniger geklappt, ne? Also ich kümmere mich jetzt erstmal um den Boden. Das erscheint mir gerade zumindest am sinnvollsten. Also wie immer diesen Boden, weil ich den sehr, sehr schön finde.
Na doch. So. So, maybe. Nee, schwierig. Hier muss das sein. Darf ich aber nicht machen, solange die Lampe da steht. So, die muss ich halt gleich noch schieben. Jetzt ist halt die Frage, wohin genau ich das haben möchte. Wohin genau ich das haben möchte. Das hört sich an wie wohin genau, aber ich meine nicht das Pokémon. Oh Mann. Menge Pokémon im Kopf. So, das brauche ich erstmal nicht. So, aber das hier. Wer bin ich denn hier drüben? Ich habe einfach rübergezogen. Okay. Mach ich sehen. Mach ich aber gleich. Kabuff. Kabuff. So, fürs Erste. Doch. Fürs Erste brauche ich nicht mehr, wollte ich gerade sagen. Aber doch, brauche ich. Brauche ich es einmal hier. Und ich brauche es einmal hier. Und dann macht das hier nämlich gerade gar keinen Sinn mehr. Dann brauche ich nämlich hier das hier. Aber ich mache es ganz gewitzt. Und gehe hier. Nein, nicht für das. Gehe hier für das hier. Aber ich darf nicht vergessen, dass das Auto selbst nochmal so einen Weg macht, ne? So. Dann hier einmal hin. Okay, was brauche ich jetzt? Maybe diese Seite hier. Ich habe jetzt gerade das Teil in der Hand. Okay. Mache ich das hier hin? Dann mache ich das hier hin. Mach das hier hin. Dann sollte es eigentlich reichen. Okay, das da. Ja, das liegt gerade ein bisschen im Weg. Gut, schwierig. Okay, ich mach's eins weiter runter. So, dann gehe ich jetzt mal kurz mit dem hier drüber. Damit ich weiß, wo was hin soll. Jetzt dachte ich gerade, der Dreckhaufen ist wieder eine Mücke und wollte mich schon wieder beschweren, dass wieder eine Mücke da ist. Ah, okay. Darf nicht, ne? Nee, darf ich nicht. Schade. Okay, dann brauche ich das hier. Und dahin. Und dann brauche ich einmal das hier. So, und hier muss es halt weg, das Item. Ich mach mal kurz die Sachen hier wieder hin. Hier platzieren. Hier platzieren. Dann lege ich kurz das Ding weg und mach das wieder so schön, wie es gehört. So, du musst eins nach vorne. Und hier muss das Aufstellerchen hin. Der, nee, nicht der Schirm.
da. Muss da hin. Genau. Und die Lampe muss, glaube ich, noch eins nach vorne, ne? So. Ja, bis jetzt sieht es ganz okay aus. Jetzt habe ich Platz dafür. Jetzt kann ich das Ding hier ändern. So. Okay. Jetzt ist halt die Frage, ob ich jetzt hier reingehe. Für den Eisding oder hier das hinstelle. Oder ich verschiebe den Eiswagen. Schwierig, I guess. Schwierig. So, hier möchte ich einen Baum hinhaben. Ich finde, das bietet sich sehr dafür an. Möchte aber so einen haben und keinen Laubbaum. Keinen Linksbaum, meine ich. Und hier hätte ich halt auch gerne noch einen Baum hin. Aber ich habe gerade nur noch die dabei. Ach, wegen der Röhre, ne? Wegen der Röhre beschwerst du dich, ne? Ich glaube, der sieht auch ganz... Warum beschwert er sich? Sollte doch hinpassen. Oder beschwert er sich wegen dem Teil? Scheinbar wegen dem Teil. Gut, dann... Würde ich vielleicht alles eins nach hier schieben. Oder? Ich bin mir so unsicher. Ich meine, also... Ich brauche halt auf jeden Fall, wie gesagt, noch das Ding für den Wagen selbst. Ich darf es nicht aufheben. Ah, ich lerne nicht. Ich lerne einfach nicht. So, guck mal. Dann mache ich es jetzt anders. Ich gehe jetzt runter. Ach, ich muss mir mal ganz kurz eben... Ich vergesse es die ganze Zeit, dass dieser Kack-Insektentyp da ist. Ich vergesse es einfach. Ich muss mir das irgendwie merken. Oh Mann. Ich habe es gerade einfach wieder vergessen. Was ist denn mit mir los? Oh Mann. Nein, nicht das Wasser. Na so, okay. Dann kann ich es hier anrunden. Aber dafür muss ich jetzt oben erstmal alles wieder frei machen, aber ich habe ja gerade das Zeug dafür nicht. So, dann... Mach mal ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. So. Das sollte ich ja erstmal nicht brauchen. Sonst brauche ich ja definitiv nicht. Dann stelle ich meine Röhre mal hier hin, wenn ich die jetzt mal finden würde. Ah, natürlich letzter Slot. So, dann gehe ich ganz kurz eben die ganzen Items, die ich nicht brauche, wegbringen. Ah. Weil die gehen mir ein bisschen auf den Sack. So, brauche ich Zypresse? Brauche ich gerade nicht. Brauche ich... Zypresse brauche ich gar nicht. Softeislampe brauche ich nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Die brauche ich vielleicht noch irgendwann anders, aber jetzt nicht gerade. Die Vogeltränke. Weiß nicht, ob ich mit der noch was anstellen kann, aber die möchte ich erstmal behalten. So. Den brauche ich auch erstmal nicht. Den Verkaufsstand, weg damit. Brauche ich nicht. So. Dann die Bambussprossen brauche ich auch erstmal nicht. Und mit dem Rest habe ich die Schirmchen dabei. Schirm, ja. Den Schirm, den kann ich auch weghauen. Bin enttäuscht von dem Schirm. Die Sachen brauche ich vielleicht noch. Und das kann hier hin. So.
Hey, leg das ab. So, was ist das hier? Bambussprosse. Okay, den kann ich irgendwo für Deko-Zwecke noch hinstellen, I guess. Der sollte schon noch irgendwo hinpassen. So, den mache ich noch kurz. Hier hin. Okay. Dann haben wir das fertig. So. Dann kann ich jetzt einsammeln. Was haben wir hier? Glückskekswagen. Wasserball. So. Mit dem Wasserball. Den Wasserball wollte ich noch hier in den Dings mit reintun. So quasi von wegen. Hey, wir haben frische Melonen. Wir machen unser Eis hier frisch. Schön selbst frisch. So, Marktdeko. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Hier ist noch ein Schirmchen, den ich nicht brauche. Das ist das dünne Sofa, die Fächerpalme und die anderen Sachen. Das brauche ich alles gerade nicht. So, ich brauche legit nur das, was da steht. Marktdekoration, Fächerpalme. Was haben wir hier? Eine Yucca-Pflanze. Dann alles weg. Und wir wollen, wie gesagt, nur das hier. Dafür würde ich einfach ein bisschen reingehen. Aber nur ein ganz, ganz bisschen. Und dann zwei, drei Tische hin. Ich kaufe mir noch welche nach, wie gesagt. Und dann sollte das eigentlich ganz schön werden. Also. Ja, was gibt's denn? Mal, ich hoffe, das kommt dir jetzt nicht ungelegen, aber ich hätte da etwas für dich, ein Zahnradgetriebe. Bitte schön. Dankeschön, Monika. Ich habe das Ding bei einem Preisausschreiben gewonnen, einen Tag, nachdem ich mir eins gekauft hatte. Falls du selbst keine Verwendung dafür hast, kannst du es auch gerne weitergeben. Ja, Mario, gerne. So. Das sollte, denke ich, reichen von dem, was, wie weit wir drin sind. So. Ich hoffe, das reicht. Ich mache hier noch eins hin. Und das runde ich ab. Und ich mache vielleicht hier noch eine Wand hin. Die runde ich auch ab. So, so gefällt es mir persönlich gut. So, dann würde ich einmal hoch. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch noch eins nach unten gehen. Aber eins nach unten sollte ich noch. Aber ich mache jetzt erstmal. So, erstmal machen. Erstmal machen, erstmal tun. Ja, das ist, passen maximal zwei Tische. Hier ein Tischchen und hier ein Tisch. Zeit, ja. Muss ich das Auto... Ja, ich muss das Auto ein bisschen nach links schieben. Das macht dann nichts. Wenn das Auto nach links geht. Mach einfach erstmal hier weiter. So, dann sollten hier eigentlich die Tische hinpassen. Wie gesagt, so. Zwei, drei Tische passen, sollten passen. Und ein ziehe ich halt eins nach oben, dann passt das. Wie gesagt, die anderen muss ich halt noch besorgen. Ich habe auch andere Tische, die ich sehr, sehr schön finde hier. Ich weiß halt nicht, ob ich die hier wirklich benutzen soll. Ich will halt eigentlich nicht so... gemischt, aber ich fänd den Tisch halt wirklich schön. Liegt da ein Item? Ah ja. Okay, darf ich alles aufheben ohne Problems? So, dann ziehen wir mal den Tisch eins hoch. Mhm.
So, dann steht er doch hier schön. Dann ist das Ding. Hier muss halt die komplette Fläche dann, ne? Wenn hier das Auto steht. So, ich will ja, dass das Auto hier steht. So. Das steht da schon sehr, sehr lange. Muss es ja auch. Wurde ja einmal nur hochgefahren und dann nie wieder runter. ist hier oben sehr lukrativ scheinbar. Okay. So, dann will ich... Nein. Das hier hin. Okay, dann einmal das hier. Ein bisschen doof mit dem Baum gerade im Weg. Aber was soll's. Übrigens sehe ich jetzt, dass ich das unten ändern muss. Bei den Eiscremewagen. Die Farbe von dem Eiscremewagen unten. Das mache ich auch gleich. Guck mal, da muss ich noch... Da muss ich noch vorher... Da muss ich noch vorher drüber gehen. Und dann gehe ich hier schon mal um die Kurve. Nee, warte. Hier gehe ich um die Kurve. Genau. Dann ändere ich das gleich ganz kurz eben um und dann passt das perfekt. So, dann mache ich das mal kurz. Einmal hier hin, einmal da rein. Einmal Design ändern. Ja, Fotowand und dann einmal hier und hier und dann gehen wir hier ins Braune rein. Hier, warte mal, hier das hier. Ins Braune rein. Und dann... Das ist so ein gräuliches Braun. Eher so. Ich mache mir ganz kurz eben ein Screenshot davon. Damit ich das fürs andere auch habe, die Farbe. So, dann gucken wir mal kurz, ob es passt. Bisschen zu dunkel. Das ist ein bisschen zu dunkel. Dann gehen wir mal weiter ins Helle rein. So, maybe. Mach mal kurz einen Screenshot. So. Mal gucken, ob es jetzt passt. Ist immer noch voll dunkel. Ha. Bin aber schon ziemlich gut im Hellen drin. Gut. So, weiter ins Helle. Dann probieren wir doch mal das hier aus. Und so nehmen wir das hier. Einmal kurz angucken. Fertig, fertig, fertig. Also wenn es jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Design ändern. Nein, nicht ändern. Ich meine, ich habe es ja schon fertig. Hier platzieren. Genau. Okay, also ich erwische den Ton irgendwie nicht. Was ist denn das für eine Farbe? Was hat denn das hier eher für eine Farbe? Wo ist denn der Boden? Der Boden, der ist ganz oben. Puh, irgendwie erwische ich diesen Braunton nicht. Dieser Braunton, wie erwische ich den denn am besten? Ich würde halt gerne den hellen Braunton von dem hier haben.
ich den denn am besten? Ich müsste eigentlich... Muss ich dafür eher ins... Ich glaube, ich muss dafür eher ins... Warte mal, ich mache mir kurz einen Screenshot. So, Screenshot. So, Design ändern. Jetzt seid ihr live dabei, wie ich mein Design bearbeite. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Doch, nur einmal, aber dieses hässliche Kleid, wo ich noch keinerlei Erfahrung mit Designs hatte. So, warte. Müsste eigentlich eher so der Ton sein. So, probieren wir es mal aus. Na, irgendwie? Es ist ziemlich dunkel. I don't know, es ist wirklich ziemlich dunkel. So, ich hole mal kurz die Sachen hier ran. Also, okay. I don't know. Design ändern. Es ist super, super dunkel für die Farbe. Es ist halt auch nicht die Farbe. Es ist halt eher so. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht hell genug. I don't know. Vielleicht sieht man das auch nur am besten bei Tag. Ich lasse es erstmal so. Ändere das jetzt noch kurz bei dem anderen Truck. Dafür brauche ich aber kurz die. Warte, ich habe mich verklickt. So. Dafür brauche ich kurz den Farbcode hier. Von dem Ding. So, dann ändere ich das kurz. Bei dem hier. So, ich stelle mich hin. Hier platzieren und Design ändern. Dann mache ich ganz kurz eben den Farbcode nach. Das hier und das hier und das hier ungefähr. Warte, ich muss mal ganz kurz überprüfen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. Müsste es sein. Müsste das sein. Wait, welche Farbe habe ich jetzt geändert? Ich bin dumm. Ich habe die falsche Farbe geändert. Ich bin doof. Okay, und dunkles... Ob das die richtige? Wahrscheinlich nicht. Aber besser. Das ist das andere so. So, hier platzieren. Okay. Farben sollten die gleichen sein für den Boden. So, Design ändern. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz das Ding da anpassen. Ach, weil ich Mist gebaut habe, weil ich doof bin, weil ich richtig doof bin. Doof wie Kacke. So, es ist hier im Rötlichen. Im Rötlichen habe ich mir Braun geholt. Vielleicht ist das bei dem anderen aus, so. Da muss ich noch ein bisschen rumtricksen. Das mache ich aber offscreen mit den Farben für den Wagen unten. So, das hier und das hier. Ich bin so dumm, jetzt habe ich... Warum verwechsel ich denn die beiden Dinger miteinander? Warum bin ich so doof? Hey, stop it! Design ändern! Warum bin ich denn gerade so inkompetent? Ah! Okay. So, das hier. Jetzt bitte.
hier und hier hin. Und bei dem hier versuche ich mich mal hiermit. Das ist ja ziemlich hell jetzt. Sollte doch das sein. Ändern war nicht richtig. Oh, ich heule gleich. Ich counterplay mich einfach selber. Egal, ich lasse das jetzt, wie gesagt, erstmal so. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht durchgucken. Fuck off, Alter. Ich lasse das jetzt so. Ah, ich darf das nicht. Ich darf das nicht schieben. Ah. Okay, jetzt so. Eins noch da. So, jetzt aber. Jetzt hier zwischen und jetzt darf ich es schieben, oder? Aber eins zu... Eins zu weit links. So, okay. Jetzt aber. Wie gesagt, ich lasse das. Ich bearbeite das dann im Nachhinein nochmal. Du gehst mir auf den Sack, komm runter. Wow, danke für das Eisenerz. So, wir nehmen mal ganz kurz das Ding hier an. So. Dinge lauter Sound. Haben wir hier neue Sachen? Ja, wir haben hier neue Sachen. Möbel umgestalten. Haben wir jetzt schon 50 Sachen. Habe ich sonst noch was Neues? Ja, guck mal hier. Meilenstein. Weil wir Meilensteine bekommen haben. Okay, sonst noch was? Ja, hier drüben. Flohzirkus. Flöhe können eine echte Qual sein. Wenn du einen Nachbar mit Flohproblemen siehst, hilf ihm doch bitte. Solche guten Taten werden mit Meilen belohnt. Okay. Dafür kriegt man also Meilen. Cool. Wusste ich nicht mehr. Habe ich mich nie mehr dran erinnert. Was ist das? Wünsch dir was. Nook Inc. erfüllt das... Nook Inc. will, dass die Träume aller Kunden in Erfüllung gehen. Also halte nach Sternschnuppen aus. Sternschnuppen? Sternschnuppen Ausschau und wünsch dir was. Je öfter, desto mehr Meilen erhältst du. Okay, man bekommt also für Sternschnuppen-Dings. So, Goldwerkzeug. Wie gesagt, ich habe mir die alle besorgt. Deswegen habe ich die jetzt, ne? Deswegen kriege ich jetzt die Meilen dafür. Das heißt nicht, dass meine Insel jetzt 5 Sterne hat, aber das ist mein Ziel. Es ist mein Ziel, ja? Das ist mein Ziel. Okay. Gut. Hier will ich halt noch gern einen Baum hin haben. Am besten hier hin, ne? So. Oder darf ich den jetzt hier hin? Ich glaube, den darf ich immer noch nicht hier hin, ne? Nee, okay. Da will er echt keinen haben. Dann kriegst du halt hier einen. Okay. Dann. Mach ich mal ganz kurz. Nein. Das war falsch. Diesen hier und dann mache ich diesen hier. Mache ich diesen hier. Und dann mache ich... Jetzt macht das Handy auf. Mache ich diesen hier. So, wo habe ich jetzt... Ist es die hier? Es ist nicht die hier. Ist es... Die hier. Es ist die. Okay. Gut. Wie gesagt, es fehlen halt noch 2 Tische. Also ein oder zwei möchte ich gerne noch, aber ich glaube, es passt auch nur einer hin. Außer ich mache hier einen hin. Außer ich mache hier noch einen hin, dann würden schon noch... Also hier noch einer hin. Da einer hin. Dann würde es schon passen. Aber I don't know. Mal gucken. Es fehlen noch Blumen. Wie gesagt, ich kümmere mich jetzt mal um den Eiscremewagen-Gedöns. Würde gerne hier irgendwie noch mehr Bäume hin. Ich glaube, ich muss das... Also ich ziehe das Ding hier auf jeden Fall einmal nochmal.
ziehe das, ich mache das kurz. Ich ziehe das jetzt kurz nochmal einmal nach eins runter. Ach, du sollst runter. Runter, danke schön. Ich klicke fünfmal runter, es passiert nichts. Cool. Okay. Okay, und dann hier. Nein, das war nicht, was ich wollte. Wir hier was hinhaben. So, dann mache ich offscreen gleich ganz kurz eben die Sachen für den Typen. Also ich bringe die Schmetterlinge. So, dann gehe ich hier einmal so. So. So und dann so. Dann kann ich jetzt hier auch hoffentlich einen Baum hinmachen. Habe ich hier irgendwo einen Baum? Habe ich hier einen? Habe ich Früchte dabei? Ich habe Früchte dabei. Guck mal hier. Dann gönne ich mir doch hier einen Baum, wenn ich hier eh welche habe, weil ich die Goldbäume hier angesammelt hatte. Dann snacke ich mir doch hier ein. So, die Blumen muss ich dann auch noch zusammen. So, ich möchte gerne pinke und weiße Blumen für den Wagen haben. Dann möchte ich mir die auch noch kaufen. Hallo? So. Ich würde hier den da gerne tauschen. Ich würde essen. Ich würde gerne hier den Dings reintun. Den hier reintun. Und hier den Laubbaum. Den Nadelbaum meine ich. Aber es sieht doch nicht so cool aus, wie ich dachte. Dann tausche ich das doch um und ich möchte den lieber hier hin haben. War leider doch nicht, was ich wollte. Sieht doch nicht so gut aus, wie ich dachte. Okay, Essen. Und Essen. Und dann ziehe ich die nochmal raus. Und dann ziehe ich dich nochmal raus. Irgendwie finde ich, ist der ein bisschen im Weg. Warum ist der denn so im Weg? Stand der woanders? Ich finde, der ist übelst im Weg. Ich glaube, der stand hier, ne? Der stand hier und nicht da. Deswegen finde ich den so im Weg, oder? Kann ich hier eins einpflanzen? Nee, weil der da direkt neben steht. Essen. Eins essen. Dann ziehen wir dich mal raus. Wo stand der? Der stand hier, oder? Ich finde ihn halt richtig im Weg gerade. Man sieht halt die Tische und so nicht deswegen. Das finde ich nicht so toll. Ah. Ich bin gerade nicht begeistert. Halt lieber hier rein, ne? Jetzt habe ich was Falsches weggemacht, weil ich es nicht gesehen habe. Verdammte Scheibenkleister. Nein, du willst es essen. So, dann ziehen wir. Dann ziehen wir das jetzt raus. So. Und dann so.
So, eine Sache will ich noch ändern, weil jetzt dadurch, dass der Baum versetzt ist, der Weg jetzt hier doof aussieht, möchte ich die noch anpassen daran. Dass ich das versetzt habe. Und dann passen hier auch die Tische besser hin. So. Tisch sieht komisch aus. Es glänzt übelst, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich, wie gesagt, kümmere mich jetzt offscreen um den Boden, also dass der schön übereinstimmt. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und bye bye.